habe in meiner ganzen Karriere natürlich auch Titel geholt. Ich habe in Holland damals den NKV-WM-Gürtel geholt. Ich habe den IKBF-WM-Gürtel und den WKU-Low-Kick. Den habe ich immer noch inne. Jetzt soll natürlich noch mal einiges mehr dazukommen. Michaela Michel! Meine Stärken sind der Siegeswille, würde ich mal sagen, und auf jeden Fall die Disziplin, die mir drin steckt. Dieser Kampf bedeutet mir auf jeden Fall super, super viel, weil ich hatte jetzt 2 Jahre Pause und das ist für mich ein sehr wichtiger Kampf. Meine Nachricht an dich, Victoria, ist folgende. Trainier hart, hab genauso viel Spaß wie ich jetzt im Training und dann sehen wir uns am 18.11. deine Fäuste gegen meine Fäuste, meine Kicks gegen deine Kicks. Und ich sag dir eins, wir werden in diesem Ring alles zerlegen. Und dann muss halt eine, in dem Fall wahrscheinlich du, mit der Niederlage nach Hause gehen. Ich finde sie konditionsstark auf jeden Fall, technisch sehr stark, aber wir kommen nicht zum Verlieren. Und dadurch rechne ich natürlich sehr mit harten Kicks, mit schnellen Händen und einem guten Kampf, der sich zum Jubiläum natürlich perfekt eignet, weil wir uns beide definitiv nichts schenken werden.